Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen FIFA 21 Hannover 96 Modus. Ja, nachdem mein Mikrofon jetzt aufgehört hat, sich hier selbstständig zu machen, können wir dann auch langsam ins Pokalspiel gehen. Denn wir haben jetzt Leipzig vor der Brust im DFB-Pokal. Ich bin sehr gespannt, ob wir das rocken können oder nicht. Mein persönlicher Tipp ist, dass es vorbei ist jetzt. Sage ich nicht, weil ich es dramatisieren will, sondern weil das wirklich mein Empfinden ist, dass wir jetzt ausscheiden werden. Ja. Ich möchte mit Duxch anfangen. So. Pressekonferenz, mal sehen, was er uns erzählen will. So, ich danke. Wie wichtig ist die mentale Einstellung der Spieler im Vorfeld der Partie gegen Leipzig? Die Einstellung ist strategisch sehr wichtig. Herr Kotschak, Leipzig ist ein harter Gegner. Wie bereitet Sie Ihre Mannschaft auf das Duell gegen das Team von Herrn Trainer von Leipzig vor? Alle sind gut drauf. So gut drauf, ich kann mir nochmal zeigen. Diese Formschwankung. Wir werden allen zeigen, was wir können. Meine Spieler werden sich bald verbessern. So. Boah, ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Gucken wir nochmal. Tabellenführer konnte gegen. Nein. Team of the Week war schon keiner von uns beiden. Doch, Weidand. Ümür. Oh Mann. Okay. Ich glaube sogar, die sind in der Bundesliga noch Erster. Oh doch, die sind nur noch Dritter. Okay. Und punktemäßig sehr weit weg. Na dann, haben sie vielleicht gerade einen Tiefpunkt und wir können diesen Tiefpunkt nutzen. Oh Gott. Diesen Tiefpunkt nutzen und so das Spiel für uns entscheiden. Eventuell. Gulaschi. Oh mein Gott. Halbfinale. Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel. Es geht um alles oder nichts. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ist das ein Sender, EA Sports? Den empfange ich ja gar nicht. Willkommen hier in der HDI Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie mal ein bisschen laufen. Zu diesem Spiel. Damit Regen. Wollen wir es dramatisieren. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale hier im DFB-Pokal. Hannover 96 gegen RB Leipzig. Tja, Wolf, wenn wir uns den Einzug ins Finale ansehen, dann müssen wir schon sagen, die Gäste haben die Favoriten. Versuchen das runterzuspielen, das ist ja Usus, das kennen wir. Aber sie müssten ja eigentlich die besseren Karten haben, zumindest auf dem Papier. Es wird wichtig sein, dass sie die Favoritenrolle da unten auf dem Rasen eben auch umsetzen. Ich bin so aufgeregt. Oh, was macht der? Da ist der Ball wieder weg. Marcel Sabitzer. Das ist Abdülkadir Ömür. Erstmal keine Gefahr. Ja, super los. Gut gelöst. Er geht in den Strafraum. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte ein Treffer verdient gehabt. Was hat er da aber bitte gemacht?
Das wird ein großartiges Duell zwischen diesen beiden. Ja, auf solche Spiele freut man sich als Kommentator natürlich immer ganz besonders. Das wird mit Sicherheit ein echter Leckerbissen, wenn sich diese beiden Offensiv-Giganten begegnen. Wang Hee-chan. Bleib mal stehen, Wang Hee-chan. Das könnte was werden. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Marcel Halstenberg. Könnte gefährlich werden. Hey. Wang Hee-chan. Da hat er klasse gearbeitet. Das frühe Pressing jetzt. Jawohl. Viel mit Auge. Gefährlich jetzt. Ball zurück vom Pfosten. Kann nicht wahr sein. Den muss ich machen. Abdülkadir Ünlü. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Super Pass jetzt. Marcel Sabitzer. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Scheiße, den mit meiner hätte ich machen müssen. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Da ist Platz. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgerlich. Oh. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Halstenberg. Konrad Leimer. Dayot Upamecano. Nein. Wang Hee-chan. Und da verlieren sie den Ball. Ball draußen wird Einwurf geben. Meiner. Gibt Einwurf. Haraguchi. Weiß gar nicht wohin, Alter. Alles ist so eng hier. Macht er gut. Meiner. Guter Einsatz hier auf Außen. Jetzt gibt's hier die Ecke. Fallett, komm. Jetzt der Eckball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da will keiner. Dayot Upamecano. Amadou Haidara. Halstenberg. Scheiße. Den Ball will er nicht hergeben. Dayot Upamecano. Marcel Sabitzer. Gefährlich! Haben die jetzt getauscht, Armin? Leck mich. Und jetzt haben sie die große Chance zur Führung aus 11 Metern. Das könnte eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Er gibt den Elfer, aber... Ja. Und er ist nicht drin. Ja, wow. Ecke kommt. So, Situation bereinigt. Sie verlieren den Ball. Schöne Aktion. Ja, könnte was werden. Oh. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Mann. Und nun sind sie in Führung in diesem Halbfinale. 1-0. Alles läuft für sie. Und wir sehen ja auch den Jubel. So hatten sie sich das erhofft. Ich muss gestehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte ich hätte auch schon führen müssen, vielleicht. Duxch. Ball geht direkt wieder zurück. Da haben sie jetzt den Ball. Das war zu halbherzig. Alexander Sörlot. Konrad Leimer.
Ja, okay. Jetzt Sabitzer. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt könnte er flanken. Mann. Jetzt die Hereingabe an den kurzen Pfosten. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Vorne der Ball gewinnen. Am Ball jetzt Abdülkadir Ömür. Das ist abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Ja, jetzt weiter. Jetzt oder nie. Jetzt pfeift er, weißt du, wo wir fast durch sind. Oh weia, wir haben nur 30% Ballbesitz. Aber von den Chancen waren wir doch gut. Leipzig hat im Moment alles im Griff, liebe Zuschauer. Und jetzt geht's weiter. Anstoß zur zweiten Hälfte. Gibt Einwurf. Haraguchi. Duchs. Da hat er die Chance. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Nein. Ball draußen, gibt Abstoß. Hätte ich vielleicht selber schießen müssen. Ich treffe da immer die falsche Entscheidung. Amadou Haidara. Henrichs. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Ja, mit viel Übersicht. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Holt. So ein kleiner Rempler, ne? Dieser Bjoll. Alexander Sørloth. Jetzt vielleicht. Und hier ist der Torwart sicher, er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Tor, da ist es. Und damit sind sie jetzt mit zwei Toren vorne. Mann, dieses Mann, Halbfinale Mann. Läuft genauso, wie sie sich das vorgestellt hatten. Ich glaube, das war's. Schöne Ecke und wir sehen es uns nochmal in der Wiederholung an. Der Ball kommt gut rein und das ist dann klasse, wie er sich bewegt. Der Laufweg ist exzellent, da hat alles gestimmt. Marcel Sabitzer. Konrad Leimer. Marcel Sabitzer. Konrad Leimer. Jetzt ist er durch. Er läuft ganz allein aufs Tor zu, aber macht sie nicht rein. Der Torhüter reagiert. Wenn man jetzt mal unsere Chancen nimmt, die wir hatten. Die Ecke kommt. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Wir sehen das frühe Pressing. Das ist ein Foul, da muss ja er Freistoß geben. Taktisch. Es gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Gefährlich ist. Boom. Tolles Tor. Haraguchi. Ein Volley, wie er besser nicht geht. Also wenn du den Volley so triffst, wer will den Ball dann halten? Starke Flanke. Wollen wir nochmal wechseln, wollen wir nochmal weiter anbringen? Holen wir Bjoll raus, dafür kommt mal Franz, der alte Torpedo. Weidand. Vielleicht Schindler? Nee, noch nicht. Genau da soll der Ball hin. Und das ist dann brillant abgeschlossen. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Oh, ey. Alexander Sørloth. Gefährlich. Klasse Chance jetzt. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Jetzt können sie vielleicht kontern. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Nee. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Geh doch durch. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und Ballverlust. Der Regen nimmt hier immer weiter zu, Buschi. Und das macht es für die Spieler nicht einfacher. Der Ball ist extrem schnell. Es ist schwierig, die Pässe zu timen.
Das darf nicht wahr sein, Alter. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Schönes Zuspiel. Marcel Sabitzer. Die Gelegenheit. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Doch schon wieder Elfmeter. Da wäre Platz für den Konter. Ball ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Marcel Sabitzer. Warum pfeift eigentlich bei mir nie was? Marcel Halzenberg. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Konrad Leimer. Den Ball holt er. So, komm, geh mal ab jetzt. Und damit ist ja alles wieder offen. Da ist das Tor. Die Entscheidung über den Finaleinzug ist hier noch lange nicht gefallen. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Regulär sind es noch 7 Minuten. Konrad Leimer. Komm schon, Freunde. Das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Sehen wir noch den entscheidenden Treffer. Im Moment steht es unentschieden. Und es sind nur noch 5 Minuten auf der Uhr. Oh. Gibt es hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Da ist die Flanke ins Zentrum. Ja. Das ist das Tor. Oh. Sie gehen in diesem Halbfinale also in Führung. Und man spürt, die wollen hier nicht unbedingt in dieses Endspiel. Die wollen nichts dem Zufall überlassen. Volley genommen, das ist gar nicht heftig. Wir wechseln nochmal. Wir bringen mal Schindler. So einfach, macht er technisch perfekt. Guck mal. Ein Schuss wie ein Strich. Und deswegen feiern sie zurecht. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ich wollte erst wieder meckern, weil keiner mitgelaufen ist. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazu. Müssen im Ballbesitz bleiben. Holt. Nachspielzeit wird angezeigt. 1 Minute. So, sie verteidigen hier ihren Ballbesitz und sie verteidigen Nein. Dieses Ergebnis. Wer ja. Oh. Sie gewinnen ihr Halbfinale. Oh, ich glaub's nicht. Traum nun ganz, ganz nah. Und sie müssen im Finale doch mal alles raushauen. Dann oh, ich werd bekloppt, du. Wie heftig war der denn? Sie gehen in den Strafraum. Ich glaube, das war bis jetzt das nervenaufreibendste Spiel. Mit 37% Ballbesitz haben wir gewonnen. Oh, herrlich. So muss Fußball sein. Bayern hat 2-0 gewonnen, also gegen Bayern im Finale. Sie haben einen knappen Sieg eingefahren, am Ende nur mit einem Tor Vorsprung. Was war letztendlich ausschlaggebend? Strategie und Erfahrung. Haraguchi hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Insgesamt eine tolle Leistung. Sie konnten in den letzten 5 Minuten den Siegtreffer machen. Was war Glück, oder? Manchmal braucht man noch eine Prise Glück. Vielen Dank für diese. Sehr gerne. Alter, heftig. Hätte echt wirklich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Jetzt haben wir nur noch Braunschweig vor der Brust. Die Hannover 96-Fans hoffen, dass ihre Mannschaft auch in der nächsten Partie wieder so blendend in Form sein wird. Wir sind richtig gut drauf, kommentiert Hannover 96-Kapitän Geiser. Und ich bin sicher, dass es auch so weitergehen wird.
Hannover 96 hat es dieses Jahr geschafft, ins Finale des DFB-Pokalwettbewerbs einzuziehen. In einer nervenaufreibenden Partie, in die sie als schwächer eingeschätzte Mannschaft ging, schafften sie es trotzdem, sich 3-2 gegen ein offensichtlich demoralisiertes RB Leipzig-Team durchzusetzen, das sich durch so große Hoffnung für die Saison gemacht hat. Kräftig. Warte. Puh, gegen Braunschweig jetzt. Franz. Noch wem? Hübi vielleicht für Franke. Der ist ein bisschen platt, der Gute. Jo. So beginnen wir erstmal. Jetzt noch Derby-Sieg und dann war das eine sehr, sehr erfolgreiche Folge. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Fragen stellen. Gott sei Dank, sieht es gut aus für Ihre Mannschaft. Im nächsten Spiel ein Zähler und dann sind Sie Meister. Sie sind sicher zuversichtlich, oder? Wir respektieren jeden Gegner. Obwohl wir lediglich einen Punkt brauchen, müssen wir gegen Eintracht Braunschweig auf der Hut sein. Zufall überlassen. Letztes Mal gegen Eintracht Braunschweig haben wir ein hitziges Spiel gelebt. Diesmal... mehr geht. Mich interessieren nur Siege. Solange noch einer gewinnt, bin ich glücklich. Beeinflusst der knappe Sieg im letzten Spiel gestartet gegen Eintracht Braunschweig. Das knappen Sieg muss man lernen. Danke. Aber würde schmecken, oder? Gegen Braunschweig holen wir den Meistertitel. Das wäre doch was. Das wäre doch was. Mal kurz hier antworten. So. Die Stimmung könnte besser kaum sein. Man merkt einfach, das ist ein Spiel, auf das sich alle unheimlich freuen. Gleich geht's los, live bei EA Sports. Ah. Willkommen hier in der ADI Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel im Regen. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolfuß und Frank Buschmann. Und es könnte heute für die Gastgeber der entscheidende Schritt zur Meisterschaft sein. Ich glaube, das könnte ein echtes Highlight werden, Buschi. Die Gastgeber könnten heute die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Ein großes Ziel, es kann klappen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier am Ende Jubelszenen erleben werden. Okay, er ist schon mal für uns. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Dominik Kaiser. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Wie sieht das Wetter aus, Buschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Gut gemacht, absolut sicher bei dieser Ecke. Engelhardt. Weg. Jetzt gibt's einen Einwurf. Das heißt auch Meistertore gegen wenigste Tore im direkten Duell. Ich hätte ja nichts gegen ein spannendes Spiel. Auf dem Papier scheint das aber eher eine klare Angelegenheit zu werden. Sie lassen den Ball gut laufen. Da ist die Flanke. Erstmal geklärt. Oh. Jetzt haben sie den Ball wieder. Mike Franz. Duxch. Na, warum? Ist jetzt ist der doof? Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an den Rand sind. Stand jetzt, wären sie Meister. Ja, aber sie müssen natürlich weiter konzentriert bleiben, dürfen nicht nachlassen. Gefährlich! Ballverlust.
können Sie erstmal klären. Mann, Mann, Mann. Was die bislang für eine Saison spielen, Wahnsinn. Und beim Blick auf die Tabelle wird das ja auch nochmal bestätigt. Die haben sich total. Sie liegen auf Platz 1. Gegenseitig behindert. Das ist Freistoß. Kubilanski. Guter Pass jetzt. Das ist jetzt seine Chance. Immer noch gefährlich. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Was ist eigentlich die höhere Priorität? Der Sieg gegen Braunschweig oder der Einzug ins DFB-Pokalfinale? Ball läuft gut. Da ist er vorbei, da muss er energischer hingehen. Noch ist die Chance da. Vorschwitz. Mann. Suleiman Abdullahi. Schöne Aktion. Und jetzt die Chance. Die Gäste machen es, da ist das 1:0, da ist der erste Treffer. Ich hasse es. Da haben sie allen Grund zur Freude. Wenn man permanent hier am Drücker ist und dann... 1:0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Gut, jetzt weiß ich, wie Leipzig sich gefühlt hat. Leipzig. Haraguchi. Dominik Kaiser. Schöner Pass jetzt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Jetzt die Ecke. Oha. Kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Haraguchi. Die Gelegenheit für die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Mann. Oh, ey. Auf außen ist Platz. Ja, geht gut dazwischen. Wir sehen das frühe Pressing. In puncto Ballbesitz ist Hannover 96 die bestimmende Mannschaft. Aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach nicht, aus dem Ballbesitz auch mal Chancen zu kreieren. Daran muss gearbeitet werden. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ecke. Das ist die Chance zum Ausgleich. Oh Mann. Klasse Kopfball geht. Verletzt ist so blind. Da hat nicht viel gefehlt. Felix Groß. Ja. Das hat er auf jeden Fall nicht von seinem Bruder gelernt. Pause. Sie wollen heute Meister werden, aber im Moment. Andersrum würde es dem Braunschweiger natürlich komplett schmecken, wenn sie uns den Meistertitel jetzt versauen. Mann. Felix Groß. Gute Aktion, gut geklärt. Vorne jetzt die Balleroberung. Geht er rein? Der Ball geht nicht rein. Kann nicht wahr sein. Sie spielen das ja gut, bekommen ihre Chance und liegen auch vorne. Aber sie sind zu nachlässig und damit baust du den Gegner wieder auf. Duxch. Haraguchi. Mike Franz. Auf außen ist jetzt Platz. Da kommt die Flanke. Ja. Oh! Das ist Verarsche. Das frühe Pressing jetzt. Mann, das ist das. Aus, das gibt Einwurf. Absolute Verarsche jetzt wieder. Einen Wechsel geben. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Ein berechtigter Freistoß.
Bonucci. Schönes Zuspiel hier. Jetzt vielleicht. Jawohl, Junge. Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Boah. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ich glaube, das war ja wohl mehr als verdient. Unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Oh, Kacke. Franz, ganz gefährlich. Ja. Sie legen noch einen nach. Doppelschlag binnen weniger Minuten. Und zweimal der gleiche Spielzug. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Nice. Duxch. Hackenpass, super gemacht. Oh. Ballverlust. Noch nicht leichtsinnig werden jetzt. Auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Ich will es noch nicht beschreien, aber wenn sich hier nichts mehr ändert, sind sie Meister. Das sieht alles schon sehr, sehr gut aus bis hierhin. Sie machen das richtig gut, aber jetzt... Klasse Aktion, super Kopfball, aber noch besser gehalten. Wie hat er den noch weggemacht? Die Ecke kommt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Eine weitere Ecke. Verletzung? Warum eine Verletzung? Mach keinen Scheiß. Nehmen wir mal raus hier den guten. Frankie. Schindler. Oh, Duxch auch. Oh, weia. Ecke kommt ins Zentrum. Erstmal geklärt. Ich hoffe nicht so lange. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Mike Franz. Dominik Kaiser. Ballverlust. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Chance für eine Flanke. Warum fällt er denn nicht hin, die Sau? Mit der vielleicht letzten Aktion könnten... Der Ball passt! Sie haben den Ausgleich. Also das hätte ich nie gedacht. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Das kann nicht sein, jetzt verliere ich noch. Guter Pass jetzt. Packen Sie hier noch das Tor. Das wird Abschluss geben jetzt. War das Hinspiel nicht auch 3:2 oder so? Es bleiben hier noch 8 Minuten. Das könnte gefährlich werden. Ball läuft da gut jetzt. Mike Franz. Den Ball weg. Klasse. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da ist die Flanke. Oh. Nee. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht. Da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. 2 Minuten werden nachgespielt.
könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Na. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Egal, 2-2 ist auch okay. Auch wenn unnötig. Passiert was? Die Meisterschaft. Ja, jetzt dürfen sie jubeln. Klasse Leistung. Sie holen sich vorzeitig den Titel. Und gibt es die Trophäe jetzt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe so wie früher, am letzten Spieltag. Aber den Meistertitel kann uns schon mal keiner mehr nehmen. So, oh, gibt's doch schon jetzt. Die Ordner sind so die einzigen, wenn ich es jetzt richtig sehe, die so ein bisschen Haltung bewahren. Ein paar auch die Fotografen, da ist auch so ein leichtes Bild spürbar. Ansonsten wackelt hier das Podest. Ja, bei dem Erfolg. Hier oben bei uns wackelt die Tribüne. Alles wartet auf den großen Moment, wer der Kapitän vortritt und die Trophäe in den Himmel streckt und jetzt... Lasst es raus! Lasst es raus! Ach, das sind einfach schöne Bilder. Dass es jetzt wieder so ist, dass man ihn jetzt schon kriegt, finde ich blöd. Fand ich schon die ganze Zeit blöd. Früher war das so am letzten Spieltag. Punkt. Zu den Treuesten der Treuen und zu denen, die sich mutmaßlich am meisten freuen. Ja, das sind die, die immer da sind. Übrigens auch in den Momenten, wo es keine Trophäe in die Höhe zu retten gibt. Die sind immer da und für die ist das logischerweise ja, Party, Feiertag, Weihnachten, Ostern, alles. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann, metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Ich hoffe mal, dass wir das Bild am Ende der Saison wirklich sehen. Interview, Hamburg 1-1. Die spielen wahrscheinlich Relegation. Und bleiben dann wieder unten. Vielen Dank, dass Sie Glückwunsch, diese Meister. Zu uns gekommen sind. Wie glücklich sind Sie über diesen vorzeitigen Erfolg? Das ist der Verdienst der Spieler. Meiner Tore von der Trotzenbusreme. Bei dieser Tabellenkonstellation hätte kaum einer ein Riemes gerechnet. Was hätten Sie? Ich bin stolz auf mein Team. Ich danke Ihnen. Ich danke auch. So, 68, 10 Punkte Vorsprung. 9 gibt's noch zu holen. Fantastisch. Warte. Ja. Okay. Ich würde sagen, ich werde die Folge nochmal beenden. Und hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Tag oder schönen Abend. Wann auch immer ihr die Folge seht. Ach nee, 12 Uhr, also habt einen schönen Tag. So, bei mir ist jetzt nämlich gerade abends. Aber, ja, schaltet wieder ein und bis dahin. Ciao, ciao.